Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video of the Pace. Heute spielen wir mal wieder, ja, ganz genau, Get Down. Scheiße. Ja, heute ohne Azertor, ja, da habe ich mir gedacht, nutze ich die Chance, wenn Azertor nicht dabei ist und spiele eine Runde, Get Down, was er bekanntlich nicht so verheert, den Spielmodus. Ich mag ihn, also ist eigentlich so mit einer von meinen Lieblingsspielmodi. Keine Ahnung warum. Runterspringen ist natürlich einfach, ne? Da kann man wenig falsch machen. Nee, kann man schon viel falsch machen, aber naja, schauen wir mal, wie es läuft. Momentan läuft es okay, durchschnittlich würde ich mal sagen, bis jetzt. Scheiße war das. Den Sprung hätte ich berechnen können, dass er nicht klappt. Naja, weiter geht's. So. Da runter. Ich hoffe mal, heute ist nicht zu langweilig für euch. Weil es ist einfach immer so, wenn man allein aufnimmt, redet man weniger. Oder redet eben weniger spannende Sachen, wie wenn man zu zweit ist. Das ist einfach so, keine Ahnung warum. So, trotzdem strenge ich mich an, dass sowas eigentlich nicht was passiert. Ach, ist ja eh schon zu Ende. Naja, let's go. Runde 2. So, hier haben wir. Meins. Ach, Penner. Ja, na. Okay, alles klar. Minus 19 Coins. Ist da. Schauen wir mal, wie viel wir noch verlieren. Jetzt haben wir im Moment 478. Es ist, ja, könnte schon besser sein nach einer Runde. Ich hatte auf jeden Fall schon mal bessere Tage. Trotz alledem ist noch nichts verloren hier. Wobei man auf der Map hier, da ist eigentlich doch alles verloren, weil hier gibt es ja absolut gar keine Coins, sehe ich gerade. Das ist nicht so geil. Gar nicht so geil. Jump Boost. Was ist daran? Lucky bitte. Ein Jump Boost. Das stand doch gar lucky. Ist ja lächerlich. Das ist richtig unlucky. Naja, wenigstens den ein oder anderen Coinblock hier schon mal erwischt. Glaube ich schon relativ gut für die Map. Schaffe ich den Sprung? Nein, natürlich nicht. Wunderschön. Minus 23 Coins. Alles wieder rausgehauen. Viel zu leichtsinnig gerade. Leider. Naja, weiter geht's. Immer weiter. Da hinten ist ein Coinblock, den hole ich mir. Fuck. Und wieder minus 23 und wir sind bei 553. Fuck it. Kaum Plus gemacht bis jetzt. Den holen wir. Alter, die unverdient. Jawoll. Plus 18 Coins. Letzter Tod ist wieder drin. Oh, da. Jawoll. Haben wir noch einen gesaved, den haben wir auch. Hab ich, plus 29. Uiuiui. Den habe ich aber easy im Nahkampf zerfickt gerade. Wir sehen uns in Runde 3. So, da geht's. Das ist ja mein geiler Spawn, wo man instant runterfliegt. Alles klar. So. Den holen wir kurz. Ganz trocken. Auch noch. Jawoll. Und den Coinblock holen wir uns natürlich auch noch. Plus 50 Coins und nochmal 50 Coins. Die Sache läuft, würde ich sagen. So. Bitte. Unsichtbarkeit. Ja, okay. Können wir mit leben. Ja, ja, gleich mal genutzt hier. Komm schon. Ja, alles klar. 56 Coins. Danke dafür. Weiter geht's. Ganz tricky die Stelle hier. Mit dem Glas und so. Sieht man so gut wie gar nichts. Trotzdem easy gemeistert. So, wo geht's nach unten? Schaffen wir das? Natürlich schaffen wir das. Alles easy hier, die holen wir uns alle. Snacken wir uns alle kurz rein. Kurz hängen geblieben. Aber bis jetzt läuft's. Wir haben am zweitmeisten Coins. Müsste ein guter Start auf jeden Fall in die PvP-Runde sein.
Und damit hat sich dann auch schon erledigt. Wir kommen zum Kaufpart. So, was gönnen wir uns denn nettes? 88 Sekunden. Erstmal natürlich die Diamantrüstung. Eisenschwert. Ganz klassisch. Und natürlich noch erstmal Erfahrungslevel. Ich weiß es gar nicht. So. Gehen wir mal diesmal wieder auf Verzauberung. Da habe ich eigentlich immer gute Erfahrungen damit. So. Vielleicht noch Verbrennung oder sowas. Jawohl. Verbrennung. Und komm. Wie viel kostet ein Herz? Ja, können wir uns auch noch eins gönnen. Den Rest essen noch. Jawohl, das müsste so passen. Mal ein bisschen verzaubern. Haltbarkeit. Warum mache ich Haltbarkeit drauf? Das war aus Versehen. So. Was haben wir hier noch? Schutz 1. Ist nicht so OP. Schutz 2. Hält sich alles hier im Rahmen, die Verzauberung. Aber ich würde sagen, es ist ein solides Gesamtpaket. Kann man so sagen, oder? Also, ist jetzt nicht das Beste, was ich bis jetzt hatte, aber geht auch schlechter. So kann man es sagen. Naja, mal schauen, was wir so reißen. Ich versuche mein Bestes. So, ich hoffe mal, wir sterben nicht als Erster sofort. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Okay, da haben wir schon mal einen relativ gut equippten. Der will auf uns gehen. Müssen wir kämpfen. Müssen wir probieren. Okay, er hat schon mal den First Hit. Aber er hat keine Verbrennung auf seinem Schwert. Das ist schon mal gut. Aber er stirbt. Alter! Das war eine heftige Kombo, das müsst ihr zugeben. Aber seine Rüstung war ordentlich. Also ich habe richtig viele Schläge gebraucht. Und das sehe ich auch schon. Da hat jemand 17 Herzen am Start. Da habe ich natürlich später, glaube ich, so gut wie gar keine Chance. Okay, die behalte ich. Kann ich wechseln und da behalte ich meinen auch. Was für ein Schwert. Schärfe 4. Ne, das ist meins besser. Okay, da haben wir den Kill. Ich hoffe, das ist nicht der mit den 17 Herzen hier, ne? Sonst sind wir tot, und zwar sofort. Aber wir sind gut dabei noch. Oh nein, jetzt kommen die anderen. Jetzt wollen sie alle mitmischen. Und natürlich bin ich down. Naja, das war klar. Aber ich glaube, der ist relativ low, gegen den wir am Anfang gekämpft haben. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Keine Ahnung. Vielleicht der. Ich weiß es nicht. Naja, wenigstens haben wir 2 Kills gemacht, aber da konnte ich jetzt wenig machen, wo die 3 Leute auf mich zugerannt kamen. Aber trotzdem gibt es natürlich jetzt noch eine zweite Runde hinterher. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in Runde 2 angekommen. Ja, uiuiui, hier geht es dann mal gleich richtig ab. Und da hinten noch ein Diablock. Besserer Start gibt's nicht, würde ich sagen. Also, so viel Coins habe ich am Anfang noch nie gehabt. Hoffentlich bleibt so. Ich hoffe es wirklich. Aber ich weiß natürlich nie, wie es weiter unten aussieht. Das ist immer so eine Glückssache auch. Ah, da ist auf jeden Fall noch ein Dia-Block, den wir uns, bevor er da oben kommt und uns natürlich runterkickt. Das war klar. Minus 22 Coins. Ist da. Trotzdem haben wir bis jetzt am meisten Coins. Hätte mich auch stark gewundert, wenn es nicht so wäre, weil ich glaube, so einen Start hatte niemand in der Runde. Das war schon ziemlich brutal, würde ich sagen. Die holen wir uns auch noch ganz kurz, hoffentlich lucky. Das ist ganz fies. Kannst ja gar nichts machen. Naja, wenigstens ist es nicht so lang. 3 Sekunden ist nur aushaltbar. Ja, so, da runter. Bam. Eieiei, können wir da wieder hoch? Irgendwie? Nee, schade. Knapp vorbeigesprungen. Save mich mal, glaube ich, auf diese Insel. Ah ne, da komme ich nicht mehr rüber, oder? Doch. Aber ich weiß gar nicht, ob es... okay, das war die behindertste Option, die ich nehmen konnte. Naja, ist eh zu Ende. Heftiger Beat. Kann man sowas kaufen? Das
kenne ich. Kennt ihr auch den Beat? Schreibt es in die Kommentare. Runde 2. Mal schauen. Steinwürmer. Ich mag die Map eigentlich. Kann man immer so schön runterlaufen auf den Dingern. Kostet natürlich mehr Zeit, als irgendwie runterzuspringen. Den hat's erwischt. Oh, was hat denn der für einen Effekt da drauf? Dornen oder was? Heilung. Heilung. Alter, jetzt reicht's aber mal hier. Den kann man überhaupt nicht runterboxen. Jawoll, Alter, da haben wir ihn. So. Ein bisschen. Oh, die holen wir uns noch. Die habe ich glatt übersehen. Und da hinten. Ah, okay, die bekommen wir nicht. Schade. Ich probiere es einfach mal jetzt hier runter. Okay, das war schon mal nichts. Unten sind wir, aber leider zu schnell. So. Moin. Plus 3 Coins ist ja lächerlich. Ich habe das Gefühl, je weiter man jemanden unten, also je weiter unten der ist und man killt ihn, desto mehr Coins bekommt man. Kann es sein? Das ist irgendwie so eine Theorie von mir, die ich bis jetzt aber noch nicht ganz festlegen konnte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl. Also es war jetzt ganz oben, ich habe nur 3 Coins bekommen. Vorher habe ich ein paar Mal sehr viele Coins bekommen für einen Kill. Ich glaube 50 teilweise und das war schon relativ weit unten. Also ich glaube, das liegt daran. Bin mir aber nicht sicher. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Ja, würde mich freuen, wenn da mal Aufklärung stattfindet. So, wie soll man den denn bekommen? Geht ja gar nicht. Wow. Ganz super platziert. Ich glaube, okay, der eine ist eh schon gleich fertig. Die Runde war jetzt nicht so ertragreich, sage ich mal. Leider. 708 Coins nur. Wir sind jetzt die von den Coins her die ja fünften müssen wir sein. Oder sechsten. Keine Ahnung. Und ja. So viel dazu. Krass. Weiter geht's. Da hinten sehe ich einen netten Diamantblock, den ich mir versuchen wir jetzt zu holen. Ist dieser Sprung möglich? Ja. Der ist möglich. So, teilweise zahlt sich die Play-Minute-Suchtzeit, sage ich mal, auch schon aus, ne? So für den ein oder anderen unmöglich aussehenden Sprung. Oh, den schafft man dann auch mal, wenn man lang genug Jump League spielt. So, da ist jemand irgendwo hier hinter mir und ich war zu voreilig. Leider. Aber den Block da unten hole ich mir. Heilung. Das war verdammt fies. Und ja, wir haben einfach gar keine Coins. Knapp 700 Coins. Weniger als am Anfang von der dritten Runde. Ich glaube, da kann man sich nicht viel gönnen. Ich werde jetzt, denke ich mal, probieren, irgendwie einen Bogen zu kaufen und da eine Unendlichkeit drauf zu kriegen. Und dann irgendwie, ja, irgendwie aus dem, was weiß ich, Hinterhalt irgendwelche Leute zu killen. Vielleicht kriegen wir ein paar geile Sachen auf den Bogen drauf, wer weiß. Auf jeden Fall Unendlichkeit, das ist das Wichtigste. Habe ich vielleicht sogar schon einmal übersehen? Ich weiß es nicht, scheiße. Scheiße, ich brauche Unendlichkeit. Oh mein Gott, wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch, Leute. Bei 10 Sekunden kaufen wir einfach Pfeile, scheiß drauf. Die haben den Scheiß rausgenommen. Das ist ja komplett unfair. Das ist ja. Das ist ja lächerlich. Früher gab es die Unendlichkeit, ich bin mir sicher. Oder habe ich jetzt falsch geschaut? Oh, den können wir gleich mal holen da unten. Ja, easy first kill. Was hat der? Oh, er wollte dasselbe machen. Hat aber keine Pfeile gehabt, der Arme. Ah, das ist aber schade. Haben wir hier noch einen besseren Bogen? Natürlich nicht. Ist schon Endlevel. Oh, jetzt bin ich voll auf Unendlichkeit ab. Okay, den haben wir. Oh fuck, ich habe überhaupt keine Rüstung. Ich bin hart gefickt, Leute. Das ist irgendwie nach hinten losgegangen. Aber wir haben ihn abgewehrt. Ich hab nichts an Herzen. Das war lucky gerade.
Lass mich mal kurz raggen. Eigentlich hätte ich die andere da auch holen sollen. Keine Ahnung, warum die nicht gestorben ist. Die hatte auch keine Rüstung. Weiß ich nicht. Hauptsache noch 34 Level am Start. So eine Scheißverschwendung an Level. Da hätten wir uns auch ein bisschen Rüstung kaufen können davon. Okay, den habe ich schon mal nicht getroffen. Dornen ist da. Okay, keine Pfeile mehr. Das ist scheiße ohne Unendlichkeit. Dann macht überhaupt keinen Sinn, einen Bogen so OP zu verzaubern. Wenn es keine Unendlichkeit hier gibt. Das ist einfach dumm. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Alter, ich habe gerade ernsthaft gedacht, ich krieg die noch da runter. Oh, ich habe die sogar runtergeschlagen bekommen. Lol. 7 Herzen. Naja, das soll's an der Stelle gewesen sein, Leute. Ich hoffe mal, ich konnte euch genauso gut unterhalten wie mit Azertor. Im nächsten Video ist er natürlich wieder dabei. Davon gehe ich stark aus. Und ja, ich muss sagen, an der Stelle liken und abonnieren wie immer. Abos, beste Leben, wenn ihr mal abonniert. Würden uns echt freuen. Und an der Stelle würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Alter, ich habe gerade ernsthaft gedacht, ich krieg die noch da runter. Oh, ich habe die sogar runtergeschlagen bekommen. Lol. 7 Herzen. Naja, das soll's an der Stelle gewesen sein, Leute. Ich hoffe mal, ich konnte euch genauso gut unterhalten wie mit Azertor. Im nächsten Video ist er natürlich wieder dabei. Davon gehe ich stark aus. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle liken und abonnieren wie immer. Abos, beste Leben, wenn ihr mal abonniert. Würden uns echt freuen. Und an der Stelle würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.